Das künstlerische Talent seines Vaters hat Ernst Beutner nicht geerbt. Da ist er eher bodenständig. Trotzdem, für die Familie war es keine Frage, das Stadtmuseum bei der Ausstellung über den Dresdner Maler Johannes Beutner zu unterstützen. So haben Beutners das Familienbuch geöffnet, Geschichten, Arbeiten, Dokumente herausgegeben. In dieser Ausstellung sind ja viele Bilder für mich wieder aufgetaucht, die zwar irgendwie im Gedächtnis abgespeichert waren, aber an die man nie mehr gedacht hat, weil man sie nie wieder gesehen hat. Die sind in Museen gewesen, bei Privatsammlern und so weiter. Und das jetzt auf einmal wieder alles zusammen in dieser Fülle, das ist irgendwie ergreifend. Johannes Beutner, vor 120 Jahren in Kunnersdorf in der Sächsischen Schweiz geboren, zeigte schon früh sein künstlerisches Talent. Bereits mit 15 Jahren bekam er Unterricht an der Kunstakademie in Dresden. Mit der Landschaftsmalerei wuchs er auf. Bekannt machten ihn aber seine Porträts und Akte. In seiner zweiten Ehefrau Hilda fand er ein inspirierendes Modell. Eine Fülle von Arbeiten sind Resultat dieser innigen Zuneigung. Und immer spricht diese sehr einfühlsame, sehr achtsame Liebe und Verehrung zu ihr. Die Bilder, die sind unwahrscheinlich erotisch, unwahrscheinlich warm, aber nie ins Pornografische. Also es sind Aktbilder, aber meistens hat die Dame noch eine Kleinigkeit an, ist gerade beim Anziehen oder beim Ausziehen. Aus seinen Bildern spricht die Liebe zu den Menschen, fasst Jördis Lademann die Wirkung Beutners Werke zusammen. Seine zwei Söhne, Wolfgang und Ernst, hat Beutner oft auf Streifzüge durch die Dresdner Umgebung mitgenommen. Und, wen wundert's, die Jungs waren oft Gegenstand seiner Bilder. Man saß irgendwie am Tisch in einer bestimmten Pose und da kam vom Vater der Befehl, bleib so sitzen. Und dann musste man da eine halbe Stunde bis eine Stunde oder unterschiedlich in der Länge sitzen bleiben, so, weil er das skizzieren wollte und zeichnen. Es sind ja auch unendlich viele Tuschzeichnungen, Bleistiftzeichnungen entstanden, die er dann später verarbeitet hat in Ölbildern. So viel Harmonie die Bilder auch ausdrücken. Beutners künstlerisches Schaffen musste sich oft den Widrigkeiten des Lebens beugen. Zwei Weltkriege, zwei Gesellschaftssysteme, die von Diktatur geprägt waren. Und schließlich die Zerstörung seines Ateliers mitsamt seiner Werke in der Dresdner Bombennacht. 50 Jahre nach seinem Tod, nun ein kleiner Kraftakt, so viele Werke wieder an einem Ort zu sammeln. Birner hat sich dann sehr, sehr dahinter geklemmt, dass man alle Museen anschreibt, dass auch alle Sammler, die mitunter schon bekannt sind, weil sie einfach in allen Galerien fragen, wo kann man Beutner-Bilder kaufen, dass wir diese Sammler gewonnen haben und die waren dann eigentlich mehr oder weniger alle sofort bereit, ihre Bilder zur Verfügung zu stellen. Aber es ist schon ein sehr, sehr großer Aufwand und es ist nicht anzunehmen, dass in den nächsten 10 oder 20 Jahren wieder jemals so viele Beutner-Bilder auf einen Ort zustande kommen. Um die Ausstellung herum gibt es ein Rahmenprogramm mit Konzerten, Vorträgen und einer Wanderung. Am 1. Mai gibt es eine Wanderung an die Loschwitzhänge und an den Loschwitzhängen werden Orte aufgesucht, die Johannes Beutner gemalt hat. Und Frau Dr. Jördis Lademann wird aus kunsthistorischer Sicht diese Dinge besprechen, aber auch Ernst Beutner wird dabei sein, der Sohn des Künstlers, und wird von seinen persönlichen Erlebnissen, von seinen Wanderungen mit dem Vater über die Loschwitzhänge berichten. Und so denke ich, das ist eine sehr authentische Wanderung wird und eine Wanderung, die Landschaft und Malerei und Kunst und Natur zusammenfasst. Und ich lade alle dazu herzlich ein. Aber Voranmeldung ist notwendig. Die Sonderausstellung zu Leben und Werk Johannes Beutners ist noch bis zum 9. Mai zu erleben.